Monaco. Guck mal, Schatz, das will ich mit dir auch machen. Ja, Mann, tanken gehen. Ich wollte ein einziges Mal romantisch sein. Hab mir gedacht, irgendwann später so mit AMG, mit Porsche, mit keine Ahnung, vielleicht Ferrari oder sowas. Machen wir so Roadtrip nach Monaco. Tanken gehen? Naja, und damit wünsche ich euch heute einen angenehmen und extravaganten Start in dieses wundervolle und extravagante neue Snapchat ist ein Hundefilter. Die kann man jeder mit Österreich. Okay, nächste. Es hat einen Grund, warum Snapchat Spotlight Videos einmal in gefühlt 3 Jahren kommen. Weil wenn ich ein Snapchat Spotlight Video drehe, brauche ich erstmal 3 Stunden beim Psychiater. Aber Snapchat. Seid mal so richtig sass und pervers in den Kommis. Ich gehe in die Kommentare und das erste, was ich sehe, ist, ich, der beim Kommis durchlesen einen Stoß einfach bekomme. Das kann alles nicht wahr sein, Digga. Das kann alles nicht wahr sein. Okay, mein Alter. Okay, gucken wir uns die Kommentare an. Durch die Rüedel, was ein bescheuerter Name, einen Stoß einfach bekommen hat. Bist du ein Schulbus? Wenn ja, kann ich dich mit Kindern füllen. Ich hab keinen Bock auf die Scheiße. Warum hab ich keinen Bock auf die Scheiße? Weil das elendige Bastard. Laila, ich wünschte, du wärst eine Tür, dass ich dich die ganze Nacht knallen kann. Das kann doch alles nicht wahr sein, Digga. Das kann doch alles nicht wahr sein. Ihr dachtet, das ist harmlos. Ich bin ein bisschen tiefer runter gescrollt. Komplette Katastrophe. Mich morgen in der Schule am Klo. Ja, Baby, will mich auf ihn setzen. What the fuck? Und dich überall anfassen, bis du kommst. Bruder, die ist doch maximal 12, Digga. Das kann doch gar nicht wahr sein. Mit 12 1:1, Bruder. Mit 12. Das ist Feuerwehr, Digga, das brauche ich gar nicht. Was anderes habe ich nicht. Und die erzählt mir irgendwas von komm. Ich kann das nicht vorlesen, Bruder. Ich kann das nicht vorlesen. Was ist das? Bruder, ich bin im Untergrund gelandet. Ich bin wirklich im Untergrund von Snapchat gelandet. Das kann wirklich alles nicht wahr sein. Ja, richtig geile Kommentare, Digga. Bei mir steht auch schon. Bruder, bei mir steht nicht, Digga. Das sind so 12-Jährige, die das geschrieben haben. Die haben nicht mal 2 Haare am Sack. Wie können die sowas schreiben? Ich zeige heute meinem besten Freund meine Kirschen. Bruder, diese Kirschen, die hat schon das ganze Internet gesehen. Was sagst du? Okay, Digga. Er war bestimmt nur überfordert. Ich glaube, er hat sich gerade die anderen Videos von dir auf dem Handy angeguckt. Ihr wart alle komplett aus dem Häuschen, dass ich im 3. Stock wohne und wir trotzdem einen Garten hatten. Guck mal, Gartentour gewünscht. Kate, Ex-Flugbegleiterin. Bruder, wisst ihr, wer ich bin? Nee, alles gut, Mann. Ziehen wir uns da in den Garten rein, im 3. Stock. Bruder, das Ding ist einfach wie in Minecraft. Hier ist einmal die offene Küche mit dem Wohnzimmer. Boah, aber geile Küche, ich sag euch ehrlich. Schön. Das hier ist quasi jetzt der Garten, wenn man rauskommt. Und hier ist unser Pool. Bro, das ist kein Garten, Digga. Das ist einfach ein Urlaubsort. Ich sag dir ehrlich, Mann, wenn ich so Hotels buche, dann finde ich sowas und würde wirklich da reingehen. Aber der Preis ist dann halt 2 Nieren pro Nacht. Und die lebt da einfach. Diesen einen Sneaker kann selbst ich mir nicht mal leisten. Ich habe sogar einen Adidas-Sneaker, den es nur 2 Mal auf der Welt gibt. Und das Ding hat mich ganze 15.000 Euro gekostet. Ganz ehrlich, Digga, würde ich das meinem Opa erzählen, Mann, dass ich 15.000 Euro für Schuhe ausgegeben hätte? 1:1. Ey, da bin ich komplett besoffen oder was? 15.000 Euro für so scheiß Schuhe. Die sehen schrecklich aus, ist der größte die ich je gesehen habe. Siehst du die? Komfortabel, super, wirklich geil, Mann, Alter. Ihr habt die schon seit 10 Jahren. Kein einziger Kratzer ist in den drinne. Und die haben nur 15 Euro gekostet. Für so einen Scheiß gibst du Geld aus, ha? Und obwohl ich mir sowas leisten kann, gibt es diesen einen Sneaker, den ich mir wahrscheinlich niemals kaufen kann. Okay. Und zwar ist es der. Spaß beiseite, Leute. Ich kann mir jeden Sneaker leisten. Ja, okay, Entschuldigung. Tut mir leid, ey. Tut mir leid, dass ich mir das Video überhaupt angeguckt habe. Tut mir leid, dass ich mit dir rede, meine königliche Majestätheit. Jeden Sneaker leisten. Nein, kannst du nicht. Super Schuhe von meinem Opa, super geile Qualität. 2,5 Millionen. Lasse, hattest du schon mal Freundschaft plus. Da wusste ich immer nicht so richtig, wie ich darauf antworten sollte, denn ich habe tatsächlich mit einem Mädchen, war ich befreundet mit einem Mädchen für eine längere Zeit, so 2-3 Monate. Wir hatten zwar keinen Sex, aber wir sind uns näher gekommen, also wir haben rumgemacht, ne, geknutscht und halt auch mehr, aber wir hatten keinen Sex. So, und ich weiß nicht, ob das Freundschaft plus ist, für mich war es damals eine Freundschaft mit gewissen Extras. Freundschaft mit gewissen Extras. Lasse Abi hatte Freundschaft. Er hatte Beziehung, Mino.
Minus. Oh, Bruder, was ist das, Digga? Freundschaft mit gewissen Extras, Bruder. Eines Tages, du stehst so irgendwo dran, so, Schatz. Ja? Was ist jetzt eigentlich so zwischen uns? Keine Ahnung. Ja, weißt du, wir machen halt schon viel Bumsi-Bumsi und Knutschi-Knutschi und so. Ja, und auf was willst du jetzt hinaus? Ich würde halt so sagen, so Freundschaft plus. Nee, also so sehe ich das Ganze nicht, aber ich finde eher, wir haben Freundschaft mit gewissen Extras. Die Joblet-Hieber nur. Ah ja, das war's auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video. Ich wünsche euch heute noch einen angenehmen Friday, Saturday oder auch. Das kann alles nicht wahr sein. Das kann doch alles nicht wahr sein. Das kann doch gar nicht wahr sein. Das kann wirklich alles nicht wahr sein.